Und damit willkommen im brandneuen Projekt Highlights von Rackhausen 70 und willkommen zu Minecraft Käfig. Ein brandneues Projekt von mir mit den Besten der Allerbesten, nämlich einmal mit Ryan Day schon am Trainieren. Alter! Wer braucht PvP-Training, wenn man Gym-Training macht? Mit dabei ist der PvP-Coach höchstpersönlich, Trident. Was geht? Ich bin ein Würmchen! Mit dabei ist die professionelle Angel-Expertin Easy Cheesy. Mit dabei ist der mein Nicht-Programmierer von diesem Projekt, Lukas. Was geht? Lukas. Denn das Projekt wird von mir und meinem Team erstellt. Aber das Lukas, das heißt, du kannst mal mitspielen. Ich kann mitspielen und ein bisschen tanzen. Ja, mit dabei ist auch Ryan, professioneller Reaktions-YouTuber. Er wird zweimal vorgestellt. Ich wurde mit dabei. Ich weiß, trainieren. Gambo, professionelles Schweinchen. Hey. Und willkommen. Das Ding ist, das hier ist ein riesiges Projekt. Ich kenne es damals noch von Minecraft Meteor, Maske und meinen alten VP-Projekten. Wir haben hier Händler. Wir können hier sammeln. Hier gibt es einen Verkäufer. Hier gibt es einen, wo man offensive Items kaufen kann, Equipment und vieles mehr. Wir haben alle nur 4 Leben. Ich zeige euch das ganz kurz mal hier. 4 Leben. Wenn man auf 0 ist, ist man raus aus dem Projekt. Dann ist man raus. Was? Und das Ding ist, man verliert ein Leben, egal wie man stirbt. Wir haben Events und wir haben einen Loot-Job hier in der Mitte. Wir haben ein Monster, was im Käfig wartet, was nach einiger Zeit freikommt. Oh, was ist das denn? Och nee. Und ja, jede Folge ein anderes. Wir haben eine gigantische Map mit fiesen Mods und alles mögliche. Und der Spawn ist übrigens hier geschützt, also hier kann man nicht abbauen. Und das wird sehr, sehr, sehr cool werden. Ich hoffe, ihr seid ready, dass alle mal ein Like da für Minecraft-Käfig. Bevor das Video jetzt aber losgeht, lasst sehr, sehr gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Es ist, finde ich, eines der hochwertigsten PvP-Projekte, die ich bis jetzt überhaupt gemacht habe und auch der teuersten. Deswegen, Leute, schaut vorbei auf shop.kaufix.com, gönnt euch die brandneue Weihnachtsedition mit hier, guck mal, einem Konfigurator. Ihr könnt euch einen Gambo-Designer stellen. Alter, hä? Wie sieht das denn aus? Ihr könnt euch auch einen Ryan-Designer stellen oder hier drüben. Guck mal, das ist mein absolutes Favorite, das habe ich gerade an. Bei dem defensiven Tower, es gibt immer 3 Stufen, die schalten sich später im Projekt auch frei. Aber hier ist mal der Anfangstrader, nämlich hier der defensive Händler. Und das hier ist das Team Melone Saphir All-Over-Print. In Weihnachtsfarben sogar, oh, das ist sehr cool. Guck mal, ich finde, das ist super crazy. Ich habe gerade an, ein blauer Blitzdrache. Und Team Melone Saphir hat brandneues Logo. Das gibt's auch im Konfigurator. Das ist ein Alex-Design zum Beispiel. Mit Galaxy. Oh, das geil. Ist gut. Süß. Oh mein Gott. Das lade ich nämlich freien Shop und Kaffee zu kommen. Schaut vorbei und gönn dich was hier, weil bald ist Weihnachten. Und Gambo, wenn du nichts zu Weihnachten kriegst. Und Gambo hat schon mein Weihnachtsgeschenk. Der hat Eisachs bekommen von mir. Den ins Ziel gibt. Aber Leute, ich will mal sagen, das Ganze war ultra aufwendig. Abonniert uns alle, damit ihr keine Folgen bei uns allen verpasst. Und das Projekt kommt auf jedem von Kanal von uns. Okay, und ich würde mal sagen, let's go! Es geht los! Es geht direkt los! Oh mein Gott! Jeder Spieler erhält eine neue Rolle und Challenge. Viel Glück! Oha! Ich hab eine Challenge bekommen! Ja, ich hab auch eine Rolle, Schatten. Alle Spieler um dich erhalten den Darkness-Effekt. Du bist das? Ey, Flo, geh weg von mir! Ja, ich geh jetzt mal direkt weg vom Spawn, weil da kommt hier das Monster raus. Leute, wir haben ultra viele coole Sachen hier, die sind. Oh mein Gott, Leute, okay, wir müten uns hier mal bloß direkt neben uns. Der gibt uns irgendwie so ein Darkness-Effekt oder sowas. Wir haben hier keine Bonusrolle, aber das Erste, was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist es auf jeden Fall mal Holz zu holen, weil, naja, wir brauchen auf jeden Fall vielleicht erstmal ein bisschen Sachen, irgendwie so ein Holzschwert oder sowas, weil wir wissen ja nicht, was uns auf uns hier wartet. Hier ist auch direkt Stein und Kohle. Du hast auch direkt irgendwas direkt bekommen. Wo ist er hin? Hä? Der hat auf einmal alles bekommen. Okay, warte, wo ist er hingegangen? Vorne ist er, oder? Er ist da vorne in dem Haus! Eisenblöcke! Hä? Flo? Wieso hast du schon Sachen? Was ist das hier? Lukas, geh weg, ich hau nicht weg, ich sag's dir! Ich breche jetzt ein, ich breche hier oben ein! Hä, wie, du brichst oben ein? Ja, du kannst da unten bleiben. Oben ist meins jetzt hier. Oh, ich hab eine Kiste! Nein. Was ist hier drin? Ich werde dich killen, komm her. Ich glaube, ich bin weg, tschüss Flo! Auf Wiedersehen! Ich mach mir zuerst ein Schild, warte. Er hat jetzt mein Loot geklaut! Oh mein Gott, ich bin einer viel schnell weg hier! Tschüss! Wir gucken gleich mal, was wir haben.
Wir machen mal ein bisschen Brot, das ist gut. Wir haben eine Brustplatte, okay, das ist sehr wichtig. Wir haben hier auch irgendwelche Elche. Wir haben hier einfach Elche. Aber auf jeden Fall, ich mache einmal schnell den Block-Sound ein bisschen lauter. Der war mir ein bisschen leiser. So, wir können ihn sogar auf 100% machen, sage ich sogar. So, okay, ich gucke auf jeden Fall mal. Boah, Flo hat auf jeden Fall irgendwelche Folge schon bekommen. Wir haben hier aber einen Ampelkrieger All Overprint. Den ziehen wir erstmal an. Geht ganz gut. Wir haben Snowshoes. Allows to... Und Powder Snow. Okay, das ist ganz cool. Da können wir über Pulverschnee rüberlaufen. Oh, die sehen sogar relativ cool aus. Dann haben wir... Was ist das? Okay, sorry. Ich muss hier erstmal überall reinkommen. Ein Experience Point for each experience gained by equipment. Okay, ich rüste das einfach mal aus, oder? Ich check gerade nicht, was... Ich kann es einfach ausrüsten, okay. Also, was macht das genau? Ein Experience Point for each experience gained by equipment charms. Equipped charms. Okay, anscheinend gibt uns das nochmal mehr XP. Das ist auch ganz cool. Wir haben hier ein Cursium Ingot. Wir haben Guderschnee, zwei Stück. Wir haben eine Ersatzrüstung. Wir haben Melonen. Wir haben Äpfel. Wir haben direkt eine Spitzhacke, sehr gut. Und wir haben Skate Shoes. Experience Points for each second. Okay, also anscheinend können wir hier XP bekommen durch irgendwelche Sachen. Und ich rüste das mal aus, weil wir können anscheinend irgendwie skaten. Und oh, wir haben jetzt sogar hier eine richtig gute Saturation-Suppe. Wir sortieren das Inventar mal hier ein bisschen, so das da oben, damit. Okay, wir haben auf jeden Fall ganz gut Sachen. Und wir können hier anscheinend XP bekommen. Und das würde ich sagen, probieren wir... Oh, was ist das hier oben? Okay. Wir haben anscheinend direkt eine Festung. Ich weiß nicht, wo Flo hingegangen ist. Aber ich glaube, der ist auf jeden Fall nicht hier lang gegangen. Ich würde sagen, wir gehen hier direkt mal hoch und gucken, was hier ist. Das würde mich mal interessieren. Wir haben auch Stone Age direkt als Achievement bekommen. Das ist ja dieses relativ Starter-Achievement. Aber wir haben auf jeden Fall echt gute Sachen, glaube ich, bekommen. Vor allem ja auch schon eine Ersatzrüstung und alles. Wir dürfen auf jeden Fall nicht sterben. Hier sind bestimmt irgendwelche guten Gegner. Ich guck hier direkt mal. Hier scheint niemand zu sein. Das ist aber eine riesige Festung. Also, ist hier irgendwas noch... Da ist auf jeden Fall der Spawn. Das ist auch liegende Schiffe? Okay, hier gibt es anscheinend richtig viele Sachen. Ich bin gespannt, aber ich sehe Flo hier nirgendwo. Aber Angst, jetzt hier reinzugehen. Ich glaube, ich baue mich mal lieber hier irgendwie an der Seite runter oder so. Hier gibt es auch alle möglichen Sachen. Ihr seht hier die ganzen Erfolge. Jeder macht hier Erfolge und ich glaube, die haben auch schon sehr gute Sachen. Ich baue mich mal aber direkt hier an der Seite runter. Mal gespannt, ob es hier überhaupt irgendwas gibt oder... Ah, okay, Gumboard. Hier unten ist irgendwas. Wir sind hier runtergefallen. Wir nehmen auf jeden Fall mal hier ein bisschen Sachen mit. Ich glaube, das ist ganz gut. So, ein bisschen Essen natürlich, weil Essen ist wichtig. Wir haben Dias. Okay, ich mache direkt ein Dias-Schwert, würde ich sagen. Ich craft hier direkt ein Dias-Schwert. Wo haben wir die Dias her? War das ein Erfolg oder so? War das ein Erfolg? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal die Sounds insgesamt ein bisschen lauter machen. Hast du ein bisschen niedriger, so. Okay, ich höre hier auf jeden Fall schon irgendwelche Sounds von irgendwelchen Monstern. Oh Gott. Wir haben auf jeden Fall ein Dias-Schwert schon mal. Okay, ich baue das mal ab. Muss es aber irgendwo Loot geben. Die Eventphase beginnt. Noch 20 Minuten bis zum Käfigkampf. 20 Minuten bis zum... Was bedeutet denn Käfigkampf? Ist hier irgendwer? Hier scheint keine Mobs zu sein. Ist hier irgendwie Loot oder sowas irgendwo? Hier scheint nichts zu sein. Wir können hier mal ein bisschen die unwichtigen Sachen reinpacken. Ich höre hier irgendwelche Mobs. Hier ist da oben ist eine Kiste! Okay, warte. Habe ich die ganzen Sachen weggepackt. Wir bauen uns mal hoch. Was ist da drin? Curse of Vanishing. Okay, wir nehmen die erstmal mit. Eisen, sehr wichtig. Armor. Hier ist ein Viech. Das ist ein Gegner. Okay, wir können es angreifen. Ich weiß nicht, wie viel Leben es hat. Und ich glaube, es macht auch unfassbar viel Schaden. Ich hab's geholt. Irgendwas gedroppt. Black Steel Nugget, okay. Ist hier noch irgendwas an Loot? Muss doch noch irgendwas sein. Ist hier hinter irgendwas? Hier ist sogar was. Eine Kiste. Okay, perfekt. Wir hätten auch einfach den Eingang nehmen können, aber egal. Hier, die haben alle Curse of Binding. Das ist natürlich nicht so praktisch. Wir haben eine Schaufel. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir erstmal bekommen können. Ich glaube... Ist hier irgendwas? Droppt das irgendwas? Nee, es verschwindet einfach. Ist hier noch irgendwas? Das sind auf jeden Fall Gegner. Geht's noch weiter runter, aber weiter runter würde ich jetzt erstmal nicht gehen. Ich wollte hier einfach nur mal kurz Hallo sagen eigentlich. Ich wollte mal gucken, was hier alles ist. Aber auch das ist der Runtergang, den wir wahrscheinlich normalerweise hätten nehmen können. Ist hier noch irgendwas? Hier waren wir gerade. Ich geh mal hier lang. Oh,
auch ein bisschen Angst. Habe ich hier Blöcke? Bisschen was, ne? 10 Blöcke habe ich. Okay. Unten, da sind keine Kisten. Ist hier noch irgendwas? Oh Gott, hier sind ein paar Stück. Ich will auch wieder raus, glaube ich. Ich glaube, es ist noch zu früh, hier reinzugehen. Ich würde aber sagen, wir gehen mal in Richtung, wo ist da noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal weg. Wir können ja mal aber ausprobieren, unser... Oh, da ist auch eine Höhle. Ich weiß nicht, ob ich mich da schon reintraue. Da ist auch Lava. Aber ich glaube, wir gehen mal hier ein bisschen runter. Und wir gehen mal da hinten hoch. Weil das sieht irgendwie ziemlich vielversprechend aus. Ich craft mir aber erstmal ein bisschen Essen hier. So. Zack, zack, zack. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall noch gut Essen. Und eine Axt wäre ganz cool. Ach, ich will keine Materialien verschwenden. Sonst erstmal nicht so wichtig. Aber wir gehen auf jeden Fall mal nach da hinten. Das scheint sehr vielversprechend zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist da sogar Flo. Vielleicht können wir Flo sogar direkt in der ersten Folge jetzt holen. Das wäre natürlich auch krass. Ich weiß halt nicht, was er schon für Sachen hat. Das ist das Problem. Hier irgendwas Cooles? Hier, das ist Redstone? Noch mehr Redstone? Eisen-Redstone? Noch mehr Eisen-Redstone? Ich guck mal einfach. Okay, wir bauen das einfach mal alles ab. Ich glaube, Erze sind immer gut. Ich weiß nicht, ob die irgendwas bringen, aber mitnehmen können wir sie auf jeden Fall schon mal. So, jetzt bauen wir uns wieder hoch und wir müssen so, zack, zack. Ich weiß nicht, was wir wann hier brauchen können. Aber da sind auf jeden Fall auch noch Erze. Milan ist direkt in Lava gestorben. Okay. Und anscheinend kriegen wir auch anscheinend... Ist es richtig? Ich guck einmal. Hä? Trida? Hä? Was machst du hier? Wo bist du? Bro, ich bin an Lava gestorben. Hä, wo... Aber wie? Wo sind deine Sachen? Alle weg, oder was? Nee, ich behalte sie mit dem Event. Aber hä, was? Ich hab grad hier... Oh mein Gott, warte mal. Ich hab hier gerade ein bisschen Angst vor dir. Das ist ja immer noch ein PvP-Projekt. Was hast du denn hier für Rüstungen? Okay, du hast auch anscheinend auch das Ampel... Wow, warte mal, Bro. Wir kommen mir mal nicht zu nah hier. Ey, chill mal hier. Also, ich hab hier nur ein Dia-Schwert. Mehr hab ich auch nicht. Bro, ich hab hier auf jeden Fall viel besseres Equip als du, ne? Ja, denkst du, ich hab hier keine Dia-Rüstung? Okay, was hast du für Schuhe? Was hast du da für Schuhe? Ja, das würdest du auch wohl gerne wissen, Bro. Die geben mir Stärke 17. Minus 1 Leben! Ja, boah, scheint, Bro, ich hab minus 1 Leben. Bro, warte mal, ich kann euch jetzt einfach hier so bam. Einfach so bam Game machen, Bro. Ey, das ist unfair. Was machst du jetzt, Lukas? Unfair. Ich renn weg. Hier ist ein Rückzug. Ja, renn erst da weg, Bro. Ich geh jetzt erstmal ganz schön in die Mitte mit dem Villager schneiden. Okay, Leute, wir mussten leider unseren Triumph jetzt spielen und die Rüstung mit Curse of Binding an. Die Curse of Vanishing! Okay, mein Helm ist für immer da. Okay, wir müssen einfach darauf hoffen, dass der Helm erstmal ziemlich gut durchhält. Aber er hat auch Protection 4. Eigentlich brauchen wir nichts Besseres. Ich glaube, wir können sogar nichts Besseres finden. Lootdrop jetzt abholbar. Lootdrop, okay. 15 Minuten bis zum Lootdrop in der Mitte, okay. Ich höre hier schon Tridan, der anscheinend schon versucht, hier eine zu öffnen. Oh mein Gott. Habt ihr schon Loot bekommen, oder was? Was soll ich machen? Achso, ich hab... Okay, ich hab... Ich seh nichts. Ey, das sind meine Kisten, Leute! Nein, lass mich in Ruhe! Hier sind auch mehr Kisten. Ich weiß nicht. Ich muss eigentlich auch Sachen direkt verkaufen. Ich hab einen Goldapfel. Hör, was hat Ryan für coolen Loot bekommen? Komm on. Hier muss ich in die Stadt. Das ist mein Loot. Hey. Equipment hält da. Ich muss schnell was kaufen hier. Ich hab mein Inventar ist komplett full. Meinst du auch was? Hier ist noch was. Warte, komm. Ryan, geh weg von mir. Ey, ich hab schon 10 Sekunden. Ich hol mir jetzt auch die Kiste. Ich hol mir jetzt die Kiste auch noch, oder? Ja, doch. Ah, Loot Drop. Was geht da? Goldapfel bekommen. Hammer Nuggets. Herr Flo, geh weg. Ich seh nichts. Moin! Chill mal bitte! Wo ist der Verkäufer? Hier. Ja. Oha, Level! Hallo Yusi, ich nehm dir ein paar Level ab, danke dir. So. Ey, ich bin der Einzige, der dein Herz verloren hat, was soll das? Ey, Flo, pass ihn nicht! Ey, ich hab schon ein Herz verloren! Ja, nutz mal dein Schild gegen meine Shotgun! Schau, ob du das blockst! Hey, was macht Yusi hier? Die holt sich irgendwie Level oder sowas? Ich weiß nicht. Ah, man kriegt Level, wenn man trade. Okay, ich hol mir einfach die Level von ihr. Yusi, mach nur ruhig weiter, ich hol mir die Level davon. Also, vielen Dank. Nein! So, mal gucken, was man hier alles verkaufen kann. Ich hab jetzt bekommen, Leute. Weg hier! Nein, weg, Lukas! Meiner, geh weg! Ich hab hier die gute Rüstung! Also, jetzt pass mal lieber auf hier. Oh, Mann! Obwohl, hätte ich verkaufen können, okay.
Wir haben Eisen, okay, das nehmen wir mit. Oh mein Gott, Redstone, okay. Wir können hier übelst Redstone kaufen. Kauf mal schneller hier, Lukas, kauf mal schneller. Ey, entspann dich mal hier. So, erstmal das. Shoppen. Den Shotgun hier, zack, bisschen Dias. Ja, eine Shotgun auf. Lukas, ey, weg! Flo, okay, Flo hat mir drei Herzen gemacht. Okay, ich geh weg. Okay, aber wir haben ordentlich Eisen. Ja, ja. Geh mal lieber weg, Bro. Geh mal lieber weg, Bro. Bro, ich schieße eine Shotgun ab. Shotgun, warte, eine Shotgun her. Okay, wir gucken mal, was wir holen können. Die Easy ist immer da, wo ich was kaufen möchte, aber ich gehe mal zu anderen dann einfach. Wir gehen mal lang. Du kannst jetzt ran, willst du ran? Lukas? Ah, okay, ich gehe da ran. Gibt's da irgendwas Gutes? Gibt's da irgendwas Gutes? Ja, ich habe mir einen Rucksack gekauft. Oh, okay, das ist ziemlich praktisch. Ich guck mal, ob es irgendwas gibt. Hey, wie kann man meinen Rucksack sehen? Ein Ominous Key? Das ist das teuerste. Ich hätte genug, aber ich hole mir ab. Ich glaube, ich hole mir das noch nicht. Bucket, ey, ich will den Verkäufer ran! Geh weg! Kollege hier! Mann, das ist alles überflutet hier! Ich will doch nur sagen! Ey! Geh mal weg hier, Kollege! Ich war gerade hier dran! Ich hab doch schon ein Herz verloren, Lukas! Ich hab doch schon ein Herz verloren! Immer diese frechen Leute, die hier irgendwas haben wollen. So. Hier ist aber nichts Blindes. Ich wollte gegen mich! Alle sind gegen mich! Okay, was haben wir hier noch? Gambo. Nichts haben wir hier! Okay. Kann ich doch verkaufen? Mal. Mann, es wird alles dunkel. Mann, Back ey. Against. Team Melone. Okay, das wäre nochmal eine bessere Brust. Ich hole mir die auf jeden Fall einmal. Direkt hier den Team Melone Saphir All Overprint. Der ist auf jeden Fall sehr gut. Was haben wir noch? Ein Schild direkt. Ich glaube, das nehme ich auch direkt mit. Schild ist auch direkt gut. Und die restlichen Sachen, ich glaube, das reicht erstmal. Ich wechsle mal direkt hier das Schild. So. Okay, wir haben direkt ein relativ cooles Schild. Und ich guck nochmal weiter bei den Händlern, ob da noch irgendwas Cooles dabei ist. Aber das sind immer so Sachen, ich glaube, die müssen wir uns nacheinander holen. Ja, oh was Gott, haben wir hier noch? Komm ich einfach später Lashbang, wieder. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, ich komme später wieder. Ich habe jetzt gleich Warnung. Das Monster wurde freigelassen! Wurde geöffnet. Noch 10 Minuten bis zum Käfigkampf. Okay, irgendwas Wichtiges noch. Cobwebs, Cobwebs, einfach Cobwebs. Okay. Ich laufe einfach Gambo hinterher. Ich muss mich verstecken. Gambo? Monster! Hallo, hier ist Gambo bei mir, versteckt hey, sich! Hey, Lukas, du Ekliger! Geh weg! Aber oh, wo ist das Monster? Siehst du das irgendwo? Ist weggelaufen. Ja, Gambo, lauf in das Monster rein! Okay, wir laufen schnell weg, Wir müssen hier direkt weglaufen. Oh nee. Wir müssen hier direkt weglaufen. Wo ist es? Bist du da hinter mir? Ich glaube. Irgendwas Gutes? Nimm die Melone! Das muss doch die Melone lieben! Schnell weg hier! Der folgt uns! Ist es weg, oder? Ist es? Meine Freunde, ist es noch bei uns? Chess Slayer? Ich glaube, irgendeinen Erfolg bekommen. Ich gehe da direkt wieder hin. Ich muss in der Mitte weiter gucken nach guten Sachen. Ja, wir haben echt noch gut Eisen. Wir haben noch 64 Eisen. Damit können wir safe noch irgendwas Gutes holen. Weil ihr müsst wissen, Eisen ist hier so gesagt die Währung. Das sind auch irgendwelche Erzen, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Wir bauen uns mal hier einfach hoch. Flo macht die ganze Zeit irgendwelche Erfolge. Okay. Flo hat hier natürlich ein bisschen mehr Kenntnis als wir. Aber... das werden wir natürlich uns auch noch aneignen hier. Aber wir haben anscheinend, glaube ich, schon das Monster überlebt. Ich glaube, die Melonen waren das. Das muss ich mal den anderen verraten. Wolle können wir auch direkt gleich wegkaufen, habe ich gesehen. Nehmen wir also direkt mit. Hier, das Fleisch brauchen wir nicht. Wir haben ja genug Essen. Wir gehen auch direkt wieder mal in die Mitte. Und ich weiß nicht, das ist ja auch so ein bisschen hier PvP. Deswegen, ich guck mal, ob ich vielleicht irgendwen angreifen kann. PvP, du weißt, Holz? Nee, ich hab, ja doch, bisschen. Ey, Leute, ich bin gerade ein bisschen so blutdrünstig. Willst du irgendwie mal versuchen? Schieß mich ab! Okay, das war eine Kriegserklärung. Ja. Das war eine Kriegserklärung. Okay. Alter, du hast zu guten Stuff, aber... hast du überhaupt ein Schild, Kollege? Also eigentlich müsste ich jetzt erbarmen hier, Kollege. Ist mir egal, ich mach voll YOLO. Okay. Oh, nein. Oh, da liegt ein Schild. Wie ist es da hingekommen? Vielleicht willst du es aufheben. Was, du hast eins gedroppt? Alter, wie nett. Okay. Komm. Eins, was, ich hab noch nicht mal gute Rüstung, Mann. Ich hab nicht mal eine Axt für Shieldbreak. Okay. Ja, guck mal, was du bekommst hier. Du kriegst direkt einen coolen Effekt. Und die Axt muss jetzt auch. Nein! Da hab ich wohl ein bisschen Gambo besser gelootet als du. Gambo, hilf mir! Gambo, willst du mich nicht richtig ab? Ah, ich hab zwei Herzen. Okay. Oh mein Gott, ich muss weg. Oh mein Gott, das waren zwei Herzen direkt für mich. Ich hör das Monster. Ich hör's auf. Es ist hinter mir. Nicht dort wieder! Oh, das geht auf Lukas. Ich muss ganz schnell weg, Leute. Weg!
Es ist weg! Monster weg? Ich glaube, es ist weg. Ich glaube, es ist weg. Okay, wir gucken direkt nochmal. Ist irgendwas Gutes? Eine Pistole? Ich weiß nicht, die fand ich nicht so gut. Aber... ob jetzt Lava-Eimer. Cobwebs. Bomben. Ich fand die Flashbang ganz cool. Aber warte, ich wollte erstmal gucken. Du hast da irgendwas Cooles gekauft gehabt. Das war irgendwie so eine Kiste oder sowas stand da. Was war da? Super. Reeves. Okay, ich guck direkt mal Verkäufer. Hier kann ich auch meine restlichen Sachen verkaufen. Ich weiß gar nicht, wo die anderen alle sind. Die sind einfach verschwunden oder sowas. Hier haben wir noch... ah, man kann sogar Zombiefleisch und Setzlinge verkaufen. Und ich habe alles gedroppt. Nein. Okay, was haben wir noch? Dias haben wir nicht. Emeralds haben wir richtig... oh mein Gott, okay, wir haben richtig wieder was bekommen. Okay, so gut. Ja, mal gucken, hier ist aber niemand in der Mitte von den anderen gerade. Hallo, ist hier irgendwer? Da bin ich das Monster. Vorne ist irgendwer. Das ist Ryan wieder. Ey, Ryan, lass mich hier kurz einkaufen. Ich bin Frieden. Ich habe hier was Cooles bekommen. Lass kurz Frieden machen, okay? 3 Minuten shoppen. Okay. Shopping Time. Okay, warte. Wir machen das okay, so. Okay. Wir machen einfach Flashbang! What? Flashbang! Ach du Kacke, ich höre gar nichts mehr. Außer den Klang von meinem Schwert auf deinem Schild. Ich dachte, wir machen Shopping-Time. Okay, wir machen Shopping-Tag. Du machst viel zu viel Schaden. Jetzt doch, oder was? Jetzt doch, oder was? Okay, für Shopping-Tag. Okay, wir haben eine irgendeine Kiste bekommen. Mal gucken, bevor Ryan sie wieder angreift. Gehen wir ein bisschen weiter weg und, wir die platzieren? Mimic Unboxing. Das hatte ich gesehen bei Flo als Erfolg. Also, Flo hatte das auch bekommen. Deswegen bin ich mal gespannt. Können wir das einfach platzieren? Okay, und jetzt? Okay, die greift uns an. Noch 5 Minuten bis zum Käfig? Was bedeutet das? Was ist denn Käfigkampf? Kampf, okay. Wo? Ja? Bereit für den Käfigkampf? Ich weiß nicht, was das sein soll. Müssen wir uns schlagen oder was? No shoes. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, aber möchtest du dich vielleicht jetzt schon schlagen? Nee, auf gar keinen Fall. Da hinten leuchtet jemand. Siehst du den? Echt? Bist du das? Nee. Ich bin's nicht. Ich seh dich gar nicht. Ich geh da mal hin. Ich geh mal hin. Wer ist das? Easy cheesy. Easy! Nein, hallo? Du leuchtest so schön! Ja, danke, ich weiß, ich leuchte. Wo bist du denn? Hinter dir! Ich hab mich einfach, warum? Ich hab doch nichts gemacht! Ich bin hinter dir! Hallo? Wo bist du denn? Wie hast du das bekommen? Ist das irgendein besonderes Item oder so? Hä? Ist das irgendein besonderes Item oder so? Du, okay, okay. Geh lieber weg von mir, ich will nicht. Du hast schon Nails? Ach, du Kacke. Ich geh lieber ganz schnell weg. Das mit, also die Waffe, falls ihr die nicht kennt, die macht so unfassbar viel Schaden. Monster ist anscheinend auch irgendwo wieder her. Weißt du, Tridan ist noch. Tridan ist ja auch am Start, aber. Du kriegst keinen Schaden! Natürlich krieg ich keinen Schaden, Kollege hier. Bro, oh mein Gott, hey, hey, Flo, komm einfach! Ich will nur verkaufen! Ich will nur verkaufen! Flo, triff das! Oh mein Gott, der hat mich geflasht! Wir gehen hier ganz schnell weg. Das Schild hat so viel Schaden schon bekommen. Eigentlich, was wollte ich... oh, wir haben die ganze Zeit die Rüstung nicht an. Okay, wir machen uns die Rüstung hier an. Und irgendwie wollte ich nochmal hier gucken, weil wir haben ein Artefakt bekommen. Lukas! Geh weg, Flo! Geh weg! Guck mal, was hältst du davon, warte? Wovon hier? Ich sehe hier gar nichts. Er kommt mich an, Flo! Geh weg! Ich hol mir erstmal dich und dann hol ich das Ding. Ja, ja, das holst du das, holst du das, holst du das? Oh Gott, oh Gott. 2 gegen 1 ist unfair. Ich geh weg. Ja, aber was, wir haben hier irgendwas Cooles bekommen. Ich guck einmal, was das bringt. Hier. Oh, okay. Was haben wir? Skating? Na, Chef, den halte ich mir lieber. Chris, du musst das Seed auch nicht verkaufen können. Okay, das ist auf jeden Fall sehr cool. Lukas, das Tridan, ist cool. Das ist Tridan, aber der ist nicht so cool. Nächstes ist cool. Wir machen direkt eine OP-Taktik. Und zwar... du hast gar nichts, Junge. Was für OP-Taktik? Wir haben hier nämlich eine sehr gute Sache, und zwar ein 3. 2? Was? Okay, Tridan, hinten wir einmal. Er macht hier einen Herzschaden. Du hast gar nichts! Kriegst du ab Schaden? Nee! Wie holst du jetzt Schaden? Was ist das? Warum kriegst du jetzt Schaden? Ich hab das OP-Schild, Kollege! Wir haben das, glaube ich, ganz gut überspielt hier. Aber Tridan war auch low. Ich hatte noch 5 Herzen. Wo ist er hin? Wo ist Tridan hin hier? Der läuft hier weg, oder was? Wen haben wir denn hier noch? Ich höre hier irgendwen. Das ist natürlich wieder easy. Easy mit Pommes angegriffen. Okay, steh weg hier. Okay, pack die Easy. Okay, da ist Tridan wieder.
so. Ey, ich bin doch nicht OP. Sag aber, was du hast, und kriegst keinen Schaden. Ich hab das All-Over-Print, aber ich muss erst vom Monster hinkommen. Bro, All-Over-Print hin oder her, aber Bro, warum hast du, du kriegst echt keinen Schaden. Na, das denkst du hast hier nur eine Shotgun und ich hab die ganze Zeit geblockt. Bro, nein, hä, ich hab dir die ganze Hits gegeben, du lügst. Ja, ich bin unbesiegbar, du hast mir nicht ein Herz abgezogen. Ja, krass, geil, geil. Komm her, ich hol dich jetzt. Bro, hast du vielleicht ein Leder für mich, so auf Kussbasis? Tatsächlich nicht, aber ich könnte dir ein Schwert in dein Gesicht geben. Komm jetzt her, Kollege. Nee, da renne ich erstmal weg, Bro. Ja, okay. Das war ganz einfach. Das heißt, Trident kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Aber hier ist irgendwas anderes cool. Oha. Hast du hier ein Puma oder sowas? Und wir haben hier irgendwas noch. Und warte mal. Hier ein Wassereimer nehmen wir direkt mit, glaube ich. Warum Pulverschnee gar nicht? Und ich wollte eigentlich diesen kleines Haus mit Villagern. Oha, kann man mit denen irgendwas handeln? Eine Minute. Okay, eine Minute. Wir haben hier einen Amboss. Gott, ich habe aus Versehen den Cowboy platziert. Nehmen den Amboss natürlich mit, vielleicht können wir den irgendwann gebrauchen oder man kann den verkaufen oder so. Warte, die war extrem viel wert, oder nicht? Oh, okay, das war, glaube ich, das teuerste, was man verkaufen konnte. Okay, das ist sehr gut, wir haben eine Glocke gefunden, das ist sehr gut. Haben wir noch irgendwas? Überhaupt nicht. Setzlinge? Hier ist auch nirgendwo was drin. Okay, ich glaube, das ist trotzdem schon ganz gut, was wir haben. Ich glaube, wir haben mit das beste Equip bisher, wir hatten auch echt viel Glück gehabt. Wir gehen mal zur Mitte. Ich weiß jetzt nicht, 30 Sekunden. Dann kommt ein Käfigkampf. Ich bin sehr gespannt, was das sein soll. Aber wir sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. Und wir sehen auch Easy auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe direkt mal zu Easy. Vielleicht können wir Easy nochmal holen oder sowas. Ich weiß nicht. Aber Easy war jetzt eigentlich noch nicht so gut equipped. Und ich möchte ja nicht jetzt auch nicht... Okay, es geht los, es geht los. 10 Sekunden. Okay, ich bin sehr gespannt. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, es geht los. Was jetzt? Easy Cheesy gegen Gambo? Okay, wo denn? Wir Freunde, wir wurden anscheinend hierhin teleportiert. Wir sind jetzt anscheinend hier beim... Wie hieß das? Käfigkampf? Gambo ist da unten! Hallo, Gambo? Hier unten, seid ihr... Ich komm runter zu dir! Über dir! Hier, ich komm runter... Hä? Ja, ich kann nicht zu euch! Warte komm mal! Runter, hilf mir, Mann! Du musst gegen Easy antreten! Wo sind die anderen? Die gucken hier alle zu, oder wie? Oh mein Gott. Wir müssen kämpfen. Alter, ist Flo, hä, warum sind wir alle hier? Oh mein Gott. Und guck mal, die beiden machen jetzt ein 1 gegen 1. Ich kann das und wir können alle zuschauen. Wir dürfen uns nicht bekämpfen. Easy, ich kann das nicht. Okay. Ich kann ey, Flo, auch Flo, hast du Leder? Kann ich mal ein Schild craften jetzt? Nee. Kämpfen! Ich hole Leder. Let's go, kämpfen! Trina, auf uns jetzt zu. Wir wollen uns amüsieren. Ich bin Easy. Na, Easy, mach das Ding. Nein, oh Gambo, du machst das! Zwei Eisenbarren auf Gambo! Oh, was ist oh mein Gott! Ich hätte eine Pistole! Yo! Oh mein Gott, Gambo hat eine Shotgun! Was ist das? Ich bin das bessere Aim! Oh mein Gott, Gambo! Alter, wer hat das bessere Aim? Boah! Let's go, Easy! Oh, Goldapfel stark, Gambo! Die reloadet, Mann! Wer ist kein Schuss mehr? Mit Alt F4! Go, mit L! Ja! Ja, Alt F4! Wie viel Leben habt ihr denn? Oh mein Gott, Gambo! Oh, Leo, easy, drück ihn! Oh mein Gott, ich hab gar keine Ahnung. 60, go in die Ecke mit ihm! Hä, wir haben schon 5 Herzen! Herzen. Nein! Wie einer wird ein Leben verlieren! Hey, wie viel Schuss haben die denn? Boom! Oh mein Gambo! Oh mein Gott! Gambo! Oh mein Gott, Gambo! Erstes Leben verloren! Lutin! Schnell, Easy, Lutin! Und damit hätten wir, den aktuellen Zwischenstand. Trident 3. Alle anderen, hör mal, die Kampf ist auf 4! Sind wir zurück und das war's mit der Folge. Wieder hier reingezogen. Oh mein Gott, danke schön. Hast du deine Challenge gemacht? Hattest du 5 Leben? Ja, ich hatte 5 Leben. Ich hatte die Challenge mit dem Monster. Oh mein Gott, Leute, das war ein leichter, viel mehr Minecraft-Kick. Nein, war ein fairer Kampf. GG, easy. GG. GG, stark.